Hallo! Doppelwink. Kriege ich bestimmt wieder Ärger für. Freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Es geht um unsere Auflösung des Gewinnspiels für den Februar. Ja, wir haben jetzt bereits März. Es ist schon wieder fast ein Viertel des neuen Jahres 2020 verstrichen. Unfassbar, wie schnell die Zeit auch vergeht. Wir sehen uns natürlich in jeder Woche wieder. Und ihr erinnert euch sicherlich, worum es in unserem Gewinnspiel aus dem Februar ging. Es ging um dieses wunderschöne Tee-Probierpaket aus ganzer Welt mit Früchte, Kräutertee, Rotbusch, Natur Afrika, Kräutertee Schweiz, zum Beispiel dann Schwarztee, Darjeeling, Ostfriesentee, englische Mischung, Grüntee, Japans Kostbarkeiten, acht Schätze der Shaolin, China, Gunpowder aus Taiwan und so weiter und so fort. Es sind natürlich noch einige mehr Tee-Probiersorten drin. Ihr könnt euch das gerne, ich habe es natürlich im letzten Video auch schon aufgemacht, das Paket. Und dabei sind mir fast alle rausgefallen, deshalb lasse ich es jetzt zu. Besser ist das auf jeden Fall. Gut, legen wir das Ganze mal einfach gerade mal zur Seite, damit ich mich besser auf euch konzentrieren kann. So, ihr erinnert euch sicherlich, es ging ja um die Frage, welcher Berg der höchste der Welt ist. Und natürlich meinten wir, beziehungsweise Quatsch, es ging darum, welcher Berg vor der Entdeckung des Mount Everest der höchste Berg der Welt ist. Jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen auch die Lösung verraten. Wir messen das natürlich anhand des Wasserspiegels des Meeres, also des Meeresspiegels im Prinzip. Und dementsprechend ist natürlich, habt ihr recht, der Mount Everest schon immer der höchste Berg gewesen. War eine Fangfrage. Ich wollte euch ein bisschen aufs Glatteis führen, hat in dem Fall nicht ganz geklappt, aber das muss ja nicht heißen, dass es nicht in Zukunft mal klappt. Ich werde noch mehr solcher Fragen stellen, auf jeden Fall. Deswegen lohnt es sich immer auch ein bisschen nachzudenken. Aber ihr habt das absolut souverän gelöst und ich bin echt begeistert und freue mich tierisch darüber, dass ihr auch alle daran teilgenommen habt. Ich vermisse allerdings so ein paar andere unserer Abonnenten, die früher auch immer mal wieder teilgenommen haben und frage mich so ein bisschen, ob es denen gut geht. Wäre schön, wenn ihr mir mal so ein bisschen in die Kommentare schreiben könntet, gerade die Leute, die sich schon länger jetzt nicht mehr gemeldet haben oder nichts haben von sich hören lassen. Würde mich tierisch freuen, wenn ich mal wieder was von euch höre. Einfach mal ein Lebenszeichen, so ein Piep oder so. Das fände ich ganz toll. Ja, wir haben natürlich, wie schon gesagt, auch viele nette Antworten bekommen. Nur Esra Nur hat zum Beispiel geschrieben, dass wir so viele tolle Gewinne immer haben oder Sachen vorstellen und dass man dann ja zwangsläufig daran teilnehmen muss. Und das freut uns natürlich. Wir wollen immer mal wieder auch natürlich schöne Sachen vorstellen und möchten euch immer wieder ein bisschen erfreuen. Ich zeige euch auch gleich noch schon mal, was es so im März zu gewinnen gibt. Also so einen kleinen Vorgeschmack, natürlich noch nicht ganz. Ja, kann ich eigentlich gleich machen. Das habe ich hier schon liegen. Und zwar handelt es sich um auch ein Paket. Aber was da genau drin ist, denn es steht ja nicht drauf, das zeige ich euch dann im Gewinnspielvideo vom März auf jeden Fall. Gut, ja, denkt auch dran, wir haben ja über das ganze Jahr unseren Pakt, ich packe in meinen Koffer, Gewinnspiel. Und da haben wir schon zwei Sachen auf jeden Fall genannt, die eben in dem Koffer drin sind. Und ich würde euch empfehlen, schreibt sie alle auf, denn nur wer sie am Ende des Jahres in der richtigen Reihenfolge nennen kann, und zwar alle der 12 Artikel, der kann dann eben das Gesamtpaket gewinnen. Und es sind schon ein paar praktische Sachen dabei. Ich stelle die natürlich dann auch nochmal im Laufe des Jahres alle vor. Aber bis jetzt nenne ich sie halt immer nur. Und sie können in jedem Video drin sein. Natürlich nur aus diesem Jahr jetzt. Aus dem letzten Jahr logischerweise nicht. Gut. Ja. Interessant ist allerdings nochmal so ein kleines Wissensfakt, dass wenn man nicht anhand des Meeresspiegels die Höhe des Berges rechnet, dann ist nicht der Mount Everest der höchste Berg der Welt, sondern der, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Chimborazo. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Berg in Ecuador und ich muss mal ganz kurz gucken. Der ist 6.384 Kilometer hoch. Also mehr als 2 Kilometer, wenn man vom Erdmittelpunkt ausrechnet und nicht von dem Meeresspiegel aus. Also ein ganz interessanter Fakt, wusste ich auch nicht. Ich dachte, es gibt irgendwie einen Berg, der unter Wasser wäre auf der Erde und höher wäre. Aber tatsächlich steht dieser Berg in Ecuador und ja, ist mehr als 2 Kilometer höher. Ne?
Also der Mount Everest ist ja nur 8848 Meter über dem Meeresspiegel hoch. Nur. Genau. Ja, wer hat gewonnen? Wollt ihr sicherlich wissen. Also, ich mache mal einen kleinen Trommelwirbel. Und gewonnen hat nur Esra Nur. Ha. Ja, ich freue mich sehr für ihn. Und ich hoffe, er hat auch viel Spaß mit dem Gewinn. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Er. Und lieber nur Esra Nur, jetzt bräuchten wir natürlich nochmal deine Adresse. Wäre schön, wenn du uns per E-Mail zuschicken könntest. Dann schicken wir dir natürlich auch gleich das Teeprobierpaket zu. Und dann kannst du uns ja mal in irgendeinem Kommentar unter einem Video mal schreiben, ob es dir geschmeckt hat, welche Teesorten du so gemocht hast, welche eher vielleicht auch nicht und welche du überhaupt auch schon probiert hast. Ne? Gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns in der nächsten Woche schon wiedersehen. Das wird auch wieder ganz spannend. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Wie immer, bleibt mir gesund und immer schön Hände waschen, ne, bei dem Virus, der momentan umgeht. Das hilft nämlich auch ziemlich gut. Macht's mal gut, bis dahin. Ciao.